Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Megamine. Wir sind hier gerade noch in der Monsterfalle, wo ich gerade. Oh Gott. Würdest du bitte sterben, du Wichser? Danke für die Kraft der WP. Wo ich gerade mal kurz drin war. Ich muss ganz dringend wieder mit Jörg oder so aufnehmen, aber wie gesagt, die sind alle immer noch nicht da. Das ist die dritte Aufnahme am Stück, das heißt, ich nehme schon über eine Stunde auf. Es ist gerade 18:50 Uhr, es ist relativ früh. Und Moment, ich kann ja was machen. Lagerhausdach. Fertig. Jetzt fehlt noch Kanalisation, Stadtfixen. Stadtfixen ist ein Dauerpunkt. Rest Clay Farm. Nein. Dach für Kirschi? Nein. Verkabelung Farm? Quick? Nein. Monsterfalle fixen. Habe ich auf alles gerade keinen Bock, bis auf die Kanalisation. Die werde ich ein bisschen machen. Aber ich weiß auch nicht viel. Vielleicht ein bisschen was. Ich habe Todes den Urwurm. Und ich werde mal die Viecher füttern, weil ich brauche Level. Das kann ich eigentlich jeden Tag machen. Einfach einmal zu den Viechern hinsenden und sie füttern. Dann laggt der Server wieder hart wegen mir. Och, nee. Ich bin gerade in einer kleinen Diskussion mit Paya, oder wir sind nicht in einer Diskussion, sondern in einem. Was zum. Okay. In einem Dauerschreiben mit Paya. Eigentlich um den größten Scheiß der Welt. Okay, ich muss einmal. Weizen kann ich mal nehmen. Und dann muss ich einmal die Karottenfarm anmachen, die Seedfarm auch. Also die hier. Die sind aber durchgelaufen. Naja. Die Seeds rausklauen. Die Seedfelder auch kurz machen. Moment. Ich hätte mir eine Home mitnehmen sollen. Weiß ich aber nicht. Also egal. Warum? Inventory Tweaks wäre sehr angenehm. Ich sag mal, das nächste Mal. Bin für einen Server Mod Unterstützung. Zack, das an. Einmal Karotten, Kartoffeln frisst ja keiner. So, in der Zeit kann ich mal kurz nachgucken. Mir schreibt die ganze Zeit jemand. Bei Steam. Bei was? WhatsApp. So, jetzt sollte. Ja, genau. Kartuschkis sind da. Kruatskis, Kruatskis. Und es laggt. Es laggt nicht so schlimm wie meine ersten Farben. Wir haben auch noch nicht so eine große Farm. Also, das ist nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Ich hoffe, Grund macht sein Let's Play irgendwann mal weiter. Das wäre schön. Oder zumindest, dass man es ein bisschen angucken kann und so weiter. Das wäre echt toll. Oh, das wird mir gefallen, Dünen wird mir das. Ach, na komm, schwimmt schneller, ihr Wichser. Keine Zeit. Die da reinfallen, Alter, da fallen schon ganz schön viele rein. Ich hätte schon nicht gucken sollen, ob einfach schon welche drin sind. Ich habe keine Ahnung, wie viel auf einem Feld drauf gehen. Ich werde es jetzt mal ausprobieren. Okay, keine Ahnung, was es gerade war. Übrigens, Inventory Tweaks wäre sehr praktisch, danke. Verdammt. Ah, jetzt werden wir hier mal kurz säen. Wir werden unseren Samen ausbringen. Wollen wir dann irgendwie ganz einpflanzen? Keine Ahnung. Wenn man es wirklich so macht, muss man unseren Bauern folgen. Und der hört auch nicht aufzuschreiben, wie das ich Skype auf Talk gestellt hat. Ich bin noch in keinem TS-Server drin, das heißt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt auf einmal einfach mit Jörg spreche. Das wäre jetzt sehr lustig oder sehr unwahrscheinlich. Dafür müsste ich schon irgendwie auf TS geportet werden, keine Ahnung. Oder gleich einen Cut drin haben.
was ich wahrscheinlich nicht haben werde. Erstmal hier bauen. Ach man, ich habe jetzt schon. Nein! Karotzka. Ist das Karotzka auf? Keine Ahnung. Ich nenne es jetzt Karotzka auf Russisch. Oh, hast du Karotzka für mich? Ach, das ist auch Polnisch. Ich mag Polnisch. Ich mag auch Polen. Kann ich mal aufhören zu schreiben? Ich kotze ins Netz. Geht gerade in die Diskussion. Ich glaube, wer die schlechteste Internetleitung des Landes hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die haben. Also Freddy und ich. Also ich noch mehr als Freddy. Ich habe ja zeitweise eine 16K-Leitung. Aber halt auch immer nur bis zu meinem 15 GB Datenvolumen aufgebraucht sind. Das ist echt wenig. Ich weiß nicht, Battlefield 3 kann ich nicht anbauen. Momentchen mal, bis gleich. Und damit willkommen zurück. Ich muss gleich erstmal weg. Geh gleich erstmal essen. Ich guck gerade kurz auf den Timer. Hab den Timer gerade aus den Augen verloren. Moment, da ist er. Wir haben 13 Minuten. Ich hasse, dass das Anbauen immer so lange dauert. Wir haben ja kein Farmbot. Auch extrem stylischen Farmbot. Vielleicht wird das nächste, was wir spielen, ja Tagged oder sowas. Das ist eher unwahrscheinlich, obwohl unsere PCs das schaffen würden. Dann zumindest, also meine PCs auf keinen Fall schaffen. Dann gibt es ja nicht mal Vanilla. Mit Texture Pack. Da zwei Stacks rein. Dann muss es aber echt reichen. Oh, wer frisst denn hier jetzt nochmal Karotten? Die fressen Karotten. Wieso sind das schon wieder so viele? Futter, 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 Futter. Ja. Mach ich jetzt eben, wenn ich Futter halte. Ach, werden sie geschlachtet. Ich verstehe schon, warum Freddy immer die Viecher füttert, das bringt echt Level. Ausrüsten und bam, geht's gleich weiter. Komm, bummst hier alle mal wild durch die Gegend. Knatter, knatter. Auf Holz schlagen. Ich glaube einfach nicht. Kann man immer auf Holz schlagen? Ja, weiter füttern. Wir sind jetzt schon Level 17, wir sind einfach mal 10 Level gestiegen. Ich verbrät so einen Steck. Anderthalb Stecks Karotten. Oh, ich muss fressen. Steigt. Keine Ahnung, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben Sie nicht bei. Ja. Ich muss das schon mal durchlaufen. Ja. Total viel gedroppt ist. So, jetzt habe ich hier nochmal Weizen. Weizen fressen die meisten Viecher irgendwie. Komm mal her. Komm mal. Oh, Kühe, 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 Kühe. Das wäre toll, wenn da stehen würde, oh, ihr Fisch wurde von Kühen zertrampelt. Oder, ihr Fisch war slain by a cow. Einfach so, bam. Freunde, wenn ihr nichts mehr zu fressen haben wollt, dann geht weg. Also wenn ihr nicht mehr bumsen wollt hier. Nicht alle auf einmal.
Jetzt fängt es an zu laggen. Gut, ach du Scheiße. Hühner fressen Samen, Samen haben wir nicht so viele. Das heißt, ich muss noch kurz reproduzieren. Warte, oh nein. Hier nicht mehr so viele. Dann füttere ich jetzt erstmal nochmal das Schafe hoch. Dann soll es die dann reichen. Und vielleicht keine Höhe hier mehr hoch. Ich glaube nicht, dass sie reichen, weil Schafe haben wir einfach nicht so viele. Dass die mir 10 Level geben werden. Zack. Hier läuft schon einiges rum. Kühner könnte ich wahrscheinlich schon wieder schlachten. Ich geh jetzt einfach mal. Boah, leck das halt alle 6 FPS. Das sieht es da nicht mehr. Naja, laufen wir nochmal hier durch die Gegend und fangen uns ein paar Viecher und malträtieren die. Also pass auf, du zuerst. Kurzes Fressen. Und weiter geht's mit dem Diaschwert. Ich will nochmal ein Diaschwert verzaubern und die beiden eventuell dann zusammenklatschen. Je nachdem, wie gut das andere dann wird. Und zack. Oder vielleicht will ich mir nochmal einen Bogen verzaubern. Ich hätte gerne so einen Bogen wie Freddy hat, Alter. Freddy hätte den Ultra-Bogen, also den besten Bogen, den man eigentlich kriegen kann. Und der kann ihn noch nicht reparieren. Weil er dafür so viele Level bräuchte, wie er nicht kriegen kann. Kein Plan, warum das geht. Alter, ist hier Party! Und ich bin der Partycrusher! Und der laggt, das war direkt. Gut, auf jeden Fall, wenn 4 Creeper angreifen. Aufpassen, dass. Oh, nein. Aufpassen, dass hinter mir nichts ist. Beste Idee in der Stadt. Und du kommst auch noch auf den Tisch. Nein, euch will ich noch nicht. Erst will ich den da. Nein, der hüpft direkt über die Felder. Ich kann theoretisch jetzt einfach reinrennen, weil ich die mit 2 Schlägen down mache. Ich habe den Timer gestartet. Ja, gut, ich hatte gerade schon wieder Angst. Da steht schon wieder einer. Komm, ich riskiere das jetzt mal. Klappt gut. Ich hätte gern bessere verzauberte Sachen, aber man kann ja nichts wirklich drauf Einfluss haben. Du dummer Wichser, als eine Pionier in der Hand. Mich verarschen? 25 Level. Läuft auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Wow. Oh, eine Mini-Rüstung. Wie süß. Alter, ernsthaft, den will ich mit einem Schlag den Kopf abhauen. Nein, Enderman, nein. Hallo, Mr. Enderman. Kam jetzt ein bisschen unerwartet, der zweite Zombie. Und ich glaube, wir schaffen das hier mit dem Level. Die 30 Verzauberung heute noch. Das heißt, dann haben wir wieder ein paar verschwendet, nur für Verzaubern. Wenn ich dann sterbe, dann kotze ich wieder richtig. Das ist natürlich, wenn in so einem Wald jetzt ein Creeper kommen würde. Oh Gott, ich bin fast tot. Kurz hochfressen. Und weiter geht's. Level 27! Yay! Ich glaube, ich fülle jetzt jeden Tag einmal die Tiere, weil das gut Level bringt. Ich kann Freddy verstehen, echt.
Und zwar viel zu viel Fleisch und viel zu viele Viecher. Und ich will eigentlich nichts davon verbrennen, aber wir brauchen es nicht. Also wir brauchen die Level. Verzaubertes Schwert. Gib mal her. Momentchen mal. Und damit jetzt willkommen zurück. Timer wieder starten. Da ist ein Creeper. Bam, bam. Freddy, das war nicht nötig. Komm. Kirschis haben wir wieder nochmal. Noch ein bisschen Zeit. Man hat die Viecher eh alle. Ich räume hier dann auch danach mal den Schnee raus. Aber nur weil ich kann. Nicht, weil ich muss. Nein, nein. Ich finde Kirche irgendwie noch ganz cool. Es macht Spaß, ihn manchmal zu ärgern und irgendwie zu schlagen grundlos. Das machen wir aber auch untereinander. Also jetzt Jörg und ich und Frey und ich und Kirschi. Nein, Kirschi macht's eigentlich nicht. Übermut tut selten gut. Naja, weiß ich halt Bescheid, dass ich nächstes Mal wieder ein bisschen schlauer vorgehe. Oh Gott, ich riech das Essen, ich habe Hunger. Kommen die fucking vielen Viecher da hinten noch? Ich glaube, sind eigentlich echt fucking viele Viecher. Und eventuell sterbe ich jetzt. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Und tot. Tschüss.